Meister. So. Okay, wird nicht mal angegriffen. Warum auch immer. Apropos nicht mehr angegriffen. Du da. Bau mal hier eine Gießerei. Theoretisch können wir ein Fähre bauen und dann darüber scheppern oder sowas. Mein Gold, ne? Es wird knapp mit dem Gold. Ich meine, ich muss nur diese Insel hier besetzen. Und wir haben diesmal nicht mit U-Booten zu kämpfen. Das heißt, wir bauen überwiegend dann Kampfbots. Wegen der Feuerkraft. Wir müssen halt nur die Schiffe wegmachen, wir müssen die Türme ein bisschen wegmachen. Und das, ne, die Ballisten sind natürlich ziemlich ätzend. Ganz klar. Aber das sollten wir hinkriegen, oder? Oder? So. Das heißt, wir gehen in der Richtung schon mal in die Produktion. Ich würde gerne einen zweiten Hafen bauen, theoretisch. Welchen Vorteil habe ich jetzt dadurch? Wir haben die ganzen Peons getötet, die das Holz gehackt haben, ne? Ihr Schweine! Ah, Altar der Stürme. Fertig zur Arbeit. Das ist gut. Das gefällt mir. Also theoretisch möchte ich halt gerne darüber schippern, mir hier ein Haupthaus errichten, mir hier eine Ölraffinerie hinbauen. Wir haben generell nicht so viele Ölquellen. Eine gehört halt dem Gegner. Da habe ich jetzt nicht drauf geguckt, wie viel er da hat. Aber es wird schon. Hoffe ich. Wir brauchen halt nur jetzt definitiv wieder Holz. Holz ist ein bisschen Mangelware. Balliste, Balliste, die sich zum Glück nicht bewegt hat. Sehr zu meinem Glück. So, du hast fertig. Ab ins Holz. Du bist erstellt. Ab ins Holz. Ogas zu Ogamagiern aufwerten. Fertig zur Arbeit. Definitiv. Okay. Ja, mal gucken, was daraus wird. Das wird bestimmt super. Hoffe ich. Behaupte ich jetzt einfach. Ja, Meister. Ja, Meister. Ja, 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 Meister. Ja, voll egal, Meister. Ja, ja. Mehr Holz. Natürlich mehr Holz. Was denn sonst? Was denn sonst? Sag es. Bereit, Meister, aber ich nicht. Natürlich Peons. Und du da? Geh mal. So, standen die sich hier so ein bisschen im Weg, ja? Fertig zur Arbeit. Okay. Kampfrausch-Spruch erlernt. Ja, kannst du mal machen. Was habt ihr jetzt hier für tolle Dinge? Ihr habt das hier. Das Auge von Kilrock. Okay. Weiß ich jetzt noch nicht, was ich davon halten soll. Weil im Rudel dann mit Kampfrausch und sowas, das ist schon dann... Kampfrausch ist ja immer nie verkehrt. Sowohl im Raid als auch sonst irgendwo. So, und dann mache ich dann gleich schon so den allerersten Angriff. Beziehungsweise vielleicht sollte ich hier noch ausbessern. Ja. Für mehr Verteidigung, für mehr Angriffsstärke ist es, glaube ich, nicht so verkehrt. Und sonst liegt halt unser Fokus hier dieses Mal jetzt ein bisschen auf die... Oga? Ja.
Aber es ist hier fertig gebaut. Ja, Meister. So. Hier fehlt halt tatsächlich halt irgend so eine Einheit, die ein bisschen heilen kann. So ein Ork-Schaman oder sowas. Also, ne, ich habe jetzt jede Menge angekratzte Ogre. Die sind sehr, sehr schnell, sehr umgehauen. Ja, ich sollte sowieso halt die auch ausbauen und sowas. So, ihr habt langsam nichts mehr zu tun. Beziehungsweise ihr habt bereits nichts mehr zu tun. Mal gut, dass ich das gemerkt habe, bevor mir noch was Gold ausgegangen ist, so. Das war teuer. Das ist immer teuer. Wie bitte? Spoiler, es wird noch teurer. Generell halt auch mit so wenig Öl und alles, ne? Da sind noch 6000 drin. 3000 vielleicht. Na gut, da ist ein bisschen mehr. So, Leute, komm mal rüber. Hier. Schon mal 3. Und noch 3. Ich hoffe, dass jetzt nicht die Insel jetzt hier die ganze Zeit angegriffen wird. So viel dazu. Jetzt hat er natürlich auch hier seine tollen Galeeren und sowas. Jetzt wird das Ganze natürlich nochmal interessant. Nichtsdestotrotz, wir halten an unserem Plan fest. Vorausgesetzt, hier würden jetzt nicht 4 rumstehen. So. Er braucht anscheinend das Öl. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ja, hat er nur 4000. Bevor wir die attackieren, sollten wir tatsächlich halt, ne? Und fliegen wir halt wieder hier rüber. Wenn ihr unbedingt wollt, dass ich da hingehe, ja, bitteschön. Dann mach ich das. Mach ich doch gerne. Und hab alles im Blick. So ein bisschen. So ein bisschen alles. Ja, fertig. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht, ne, die ganze Zeit beballert werde. Dass deren Reichweite einfach nicht reicht oder so. Wie viel Gold haben wir denn da drin? 34.000. Nur damit ich so ganz grob halt damit rechnen kann, wann dann hier Ende Gelände ist. Das könnte dann halt auch wieder so ein knappes Goldding werden. Wie bitte? Und ich überlege schon gerade, ob wir erhöhte Generation, Regeneration bei Ogern auch haben, wenn wir die Trollregeneration haben, aber eigentlich nicht. Aber man hofft es ja dann doch irgendwie, ne? Man hofft es. Wir sind soweit, Meister. Ach, ihr seid soweit. Alle beide. Das finde ich super. So, ein Schiff passt hier noch rein und da kommt halt so ein Kampfbot mit dazu. Und dann müssen wir mit dem dann halt möglichst vorsichtig und Stückchen für Stückchen alle belagern. Ich hoffe, dass das klappt. Wir sind soweit, Meister. Du bist der Captain. So. Nehmen wir hier ein paar Ogre noch bauen. Du bist der Captain. Und dann jetzt hier bitte nur als Flotte. Du bist der Captain. Nur als Flotte agieren. Auch wenn wir jetzt hier Stückchen für Stückchen gehen. Es ist mir egal. Da haben wir jetzt nichts mehr zum Ausbessern. Wir sind soweit, Meister. Oder immerhin einer von uns. Ahoi! Ahoi!
Du bist der Captain. Nicht so, so kommen sie nun nicht hier großartig voran. Da schon mal deren Ölplattform hier versiegen. Hat er mich keine weitere Ölzufuhr. Du bist der Captain, Mister. Du. Ja, ich bin ja dabei. Ich kümmere mich schon drum. Oh nein, wir haben ein U-Boot. Ein 2. Da. Okay. So viel zu dem Thema. Ah, wir haben keine U-Boote. Du bist der Captain. Du bist der Captain. Miss Fabian. So, auf das Ding. So, und jetzt hier Turm für Turm. Ein bisschen rauslocken. Rauslocken, rauslocken. Wird nicht so ganz funktionieren. Dann gehen wir aber hier auf den nächsten Turm. Die sind zu weit drin. Die sind einfach zu weit drin. Du brauchst ja auch gar nicht rumballern hier. Na komm. Ist eigentlich nicht meine Baustelle. Aber was weg ist, ist weg. Auch wenn ich jetzt hier mein ganzes Repertoire an Schiffen jetzt hier verliere. Aber wir haben eine Landezone freigeschaltet. Das heißt, von der Landezone aus können wir vielleicht vernünftig agieren. Vielleicht. Ja, Meister. Ja, U-Boote sind... U-Boote. U-Boote sind natürlich schon echt ein Stückchen mies. Okay. Wir sind so weit, Meister. Und dann ist halt auch so die Frage, wie weit kommen wir mit 6 Ogern oder so was. Wird gemacht. Wird gemacht, aber sicher. Ja, Meister. Ja, Meister. Hm. Ja. Komm, wie viel kostet der mich dann? 800 und 100? Ja, ist ja fast okay. Oh, nur fast. Ja, die geweihte Kraft hier von Kampfpots sind natürlich echt schon Knorke. Ja. Oh. Wir sind so weit, Meister. Aber sicher. So, die anderen hier bleiben hier wegen Verteidigung. So, und dann wünsche ich mir Glück, dass das jetzt hier was wird. Du bist der Captain. Ahoi. Komm schon, Tucker, 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 Tucker. Ja, Balliste ist natürlich jetzt heftig. Paladine sind immer scheiße. Halleluja. Okay. Und natürlich halt die Balliste, die hier noch im Hintergrund ist. Okay. Aber wir konnten zumindest landen. Ist das gut? Keine Ahnung. Aber wir konnten es tun. Jetzt müssen wir halt nur noch das Landen auch überleben. Wie sieht das hier aus? Hat er hier schon neue Dings hingebaut? Müssen wir ihn da schon wieder ärgern? Nein, noch nicht. Und hier... Bisher auch nicht. Hat halt hier seine komischen Schiffe hier stehen. Die Schlachtschiffe Stufe 4. Hat meinen Zeppelin zerstört, der Penner. Da haben wir uns einen neuen, kein Problem.
baust generell hier mal so ein Häuschen hin. Auch wenn wir jetzt natürlich viel verloren haben, aber meist ja nie. So, dann sind wir so langsam out of Holz. Können natürlich drüben halt noch Holz holen, aber jetzt nicht sofort. Immer ich!